ihr Sportskanonen. Ich bin Kaya und ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit mir trainiert. Ihr habt abgestimmt für ein Burn Calories Workout. Deshalb wird es heute anstrengend. Die Belastung sind 30 Sekunden mit 10 Sekunden Pause. Und jede dritte Übung ist statisch zum Durchatmen. Also ab auf die Matte mit euch und viel Spaß beim Schwitzen. Und wir starten in 10 Sekunden mit Squat Jumping Jacks. Also kommt schon mal auf die Matte, atmet nochmal durch und wir starten in 3, 2, 1 und Power. Geht dabei immer richtig schön in Squat und springt dann in euren Jumping Jack. Probiert schon ab Anfang an richtig schön Tempo reinzugeben. Hälfte habt ihr schon geschafft. Nur noch 10 Sekunden. Halte das Tempo. Nur noch 3, 2, 1 und durchatmen. Wir starten gleich mit Jumping Side Lunges. In 3, 2, 1 und go! Springt so weit ihr könnt zur Seite, berührt mit der Hand den Boden und dann springt direkt zur anderen Seite. Hier auch wieder von Anfang an schön Tempo reingeben. Hälfte habt ihr schon geschafft. Und dranbleiben. Nur noch 5 Sekunden, das schafft ihr locker. Sehr gut, kurz durchatmen. Jetzt kommt die erste statische Übung. Und zwar haltet ihr im Squat und drückt die Knie hier auseinander. Der Po geht weit zurück, bleibt aufrecht im Oberkörper und jetzt zieht die Knie zackig auseinander. Hälfte habt ihr schon geschafft. Und schön tief bleiben, auch wenn es brennt. Noch 3, 2, 1 und Pause. Durchatmen. So, jetzt kommen wir in Jumping Lunges. Es wird also wieder schneller. Berührt mit der Hand den Boden und springt dann zackig nach oben und wieder zurück in euren Lunge. Hälfte habt ihr schon geschafft, bleibt bei dem Tempo. Sehr gut und dranbleiben. Nur noch 5 Sekunden, jetzt gebt ihr nicht auf. Nur noch 3, 2, 1 und kurz durchatmen. Wir wechseln jetzt nur die Seite, kommt mit dem linken Fuß nach vorne. Noch 3, 2, 1 und go. Von Anfang an schön Tempo reinlegen. Sehr gut. Und hochspringen. Hälfte habt ihr schon geschafft. Noch 3, 2, 1. Und kurze Pause. Sehr gut. Wir kommen jetzt in unseren statischen Ausfallschritt. Rechter Fuß nach vorne. Lass das vordere Knie direkt über dem Fußgelenk ausgerichtet. Lass die Hüfte schön gerade. Oberkörper ist aufrecht. Zieht die Schulterblätter zusammen. Und wenn ihr wollt, dann bounce ihr hier ein bisschen. Zieht das hintere Knie zum Boden und schiebt euch wieder weg. Noch 5 Sekunden, nur noch 3, 2, 1 und Pause. Sehr gut. Jetzt wechselt ihr nur die Seite, atmet noch mal kurz durch. Und linker Fuß nach vorne. Sehr gut. Ausfallschritt, vorderes Knie ist wieder über dem Fußgelenk, Hüfte bleibt gerade ausgerichtet, Schulterblätter ziehen zusammen, macht den Core schön stark. Und bounce hier wieder.
vielleicht nur noch 10 Sekunden. Das schafft ihr locker. Nur noch 3, 2, 1 und kurz durchatmen, Beine ausschütteln. So, jetzt kommen wir in unseren Roll-Up Burpee. Ihr rollt zurück auf den Boden und kommt dann direkt in euren Burpee. Also es wird wieder schneller. Und go! Wenn euch das hier zu kompliziert ist, macht ihr einfach normale Burpees. Aber probiert's mal aus. Nur noch 10 Sekunden. Jetzt gebt ihr nicht auf. Nur noch 3, 2, 1 und durchatmen. Die nächste Übung sind Plankjacks. Also kommt schon mal runter auf die Matte, atmet nochmal durch und go. Lasst ihr die Schultern direkt über den Händen, macht den Oberkörper und den Core schön stark und mit den Füßen macht ihr eine kleine schnelle Bewegung. Von Anfang an schön Tempo reingeben. Hälfte habt ihr schon geschafft. Nur noch 5 Sekunden. Der Core bleibt schön stark. Und durchatmen. Sehr gut. Jetzt kommen wir statisch in unseren Push-Up. Und hier haltet ihr knapp über dem Boden. Probiert weiter zu atmen, an was anderes zu denken. Und erst wenn es viel zu anstrengend wird, setzt ihr die Knie ab. Probiert die statische Übung zu genießen. Danach wird es wieder schneller. Nur noch 5 Sekunden, das schafft ihr. Noch 3, 2, 1. Ja, und durchatmen. Sehr gut. Die nächste Übung ist der Breakdancer. Kommt in euren Vierfüßler, Core schön stark und die Rotation kommt aus der Körpermitte. Dreht euch auf, perfekt und wechselt. Probiert noch ein bisschen schneller zu werden. Nur noch 15 Sekunden, das schafft ihr. Nur noch 5 Sekunden. Dranbleiben jetzt. Und durchatmen. Perfekt. Wir bleiben bei der Geschwindigkeit, denn wir kommen jetzt in CrossFit Mountain Climber. Also bleibt unten auf der Matte. Und go. Hier bleiben auch wieder die Schultern über den Händen. Der Core schön fest. Und mit einer schnellen Geschwindigkeit wechselt ihr die Seiten im Sprung. Nur noch 10 Sekunden. Bleibt bei dem Tempo. So ist es perfekt. Nur noch 3, 2, 1 und durchatmen. Unsere nächste statische Übung ist der Rainbow Plank. Also kommt schon mal nach unten. Kommt in euren Plank und dann rotiert ihr in einem Halbkreis die Hüfte von einer zur anderen Seite. Nur noch 10 Sekunden und weil statisch so schön ist, machen wir danach gleich noch eine statische Übung. Nur noch 3, 2, 1 und kurze Pause. Und zwar kommen wir ins Reverse Plank. Dreht euch um. Und drückt euch nach oben. Zieht die Fußspitzen an, lasst die Füße hier aktiv. Die Finger zeigen nach vorne. Und probiert euch hier zu entspannen. Das ist die letzte Übung für den ersten Durchgang. Einfach nur atmen und genießen. Nur noch 10 Sekunden. Nur noch 3, 2, 1
und Pause. Perfekt. Erster Durchgang geschafft. Ihr habt jetzt 30 Sekunden Pause. Trinkt einen Schluck, atmet durch und dann fangen wir wieder von vorne an. Und dann schüttelt schon mal eure Beine aus. Ihr habt noch 10 Sekunden Zeit. Atmet nochmal durch. Wir starten gleich wieder mit Squat Jumping Jacks. In 3, 2, 1 und Power. Und auch hier wieder von Anfang an schön Tempo reingeben. Nur noch 15 Sekunden. Geschwindigkeit halten. Nur noch 3, 2, 1 und Pause. Sehr gut. Atme durch. Und jetzt kommen gleich die Jumping Side Lunges. Und go. Zur Seite springen und Hand zum Boden und dann wechsel. Sehr gut. Hälfte habt ihr schon geschafft. Bleibt genau bei dem Tempo. Nur noch 10 Sekunden. Jetzt gebt ihr nicht auf. Danach wird statisch zum Durchatmen. Noch 3, 2, 1 und Break. Macht euch bereit für euren Squat. Und jetzt haltet ihr wieder im Squat. Der Po geht schön zurück, aufrecht im Oberkörper und zieht die Knie auseinander. Atmet hier durch, entspannt euch in der statischen Übung. Nur noch 10 Sekunden, bleibt schön tief. Nur noch 3, 2, 1, perfekt. Und wir werden wieder dynamisch. Kommt in eure Jumping Lunges. Zuerst der rechte Fuß nach vorne. Und go. Und schön Tempo reingeben hier, von Anfang an. Nur noch 10 Sekunden. Ich weiß, es brennt, aber haltet durch. Nur noch 3, 2, 1. Sehr gut. Kurz durchatmen, Beine ausschütteln und Seite wechseln. Komm mit dem linken Fuß nach vorne und go. Nur noch 15 Sekunden, bleibt bei dem Tempo. Noch 3, 2, 1 und durchatmen. Wir werden wieder statisch. Kommt in euren Ausfallschritt, rechter Fuß nach vorne. Achtet wieder auf eure Knie und wenn ihr wollt, bounce ihr hier wieder ein bisschen. Der Oberkörper ist aufrecht, Hüfte bleibt gerade und atmet. Nur noch 10 Sekunden, bleibt schön tief in eurem Lunge. Nur noch 3, 2, 1, sehr gut. Seite wechseln. Linker Fuß nach vorne und go. Großer Ausfallschritt, vorderes Knie über dem Fußgelenk. Und wenn ihr möchtet, wippt ihr hier auch auf der Seite. Nur noch 15 Sekunden. Ich weiß, es brennt, aber bleibt drin.
3, 2, 1 und durchatmen. Und es wird wieder schneller. Es kommen die Roll-Up Burpees. Macht euch bereit. Und go! Nur noch 15 Sekunden. Das schafft ihr locker. So, jetzt Kopf aus und einfach nur noch durchziehen. Denkt an euer Ziel. Verbrennt Kalorien. Nur noch 3, 2, 1 und Break. Sehr gut. Wir kommen in unsere Plank Jacks. Also kommt schon mal zum Boden. Und go. Oberkörper ist schön fest und nur die Füße machen kleine, schnelle Bewegungen. Nur noch 15 Sekunden. Das schafft ihr locker. Nur noch 3, 2, 1 und durchatmen. Komm wieder statisch in unseren Push-Up. Und go. Hier atmet ihr nur. Denkt an was anderes. Probiert euch hier zu erholen. Die Hälfte habt ihr schon geschafft. Den Rest schafft ihr auch noch. Nur noch 5 Sekunden. Durchhalten jetzt. Nur noch 3, 2, 1 und durchatmen. Sehr gut. Wir werden dynamisch und kommen in unseren Breakdancer. Wir starten in 3, 2, 1 und go. Rotation kommt wieder aus der Körpermitte. Probiert schön schnell zu arbeiten. Hälfte habt ihr schon geschafft und schenkt euch mal ein Lächeln. Ihr könnt jetzt schon super stolz auf euch sein. Noch 3, 2, 1. Sehr gut, perfekt. Und wir bleiben bei der Geschwindigkeit und kommen in unsere Mountain Climber. Und go. Und jetzt nochmal richtig schön Tempo hier reingeben. Das ist die letzte dynamische Übung für euch. Verbrennt nochmal richtig schön Kalorien. Denkt nur an euer Ziel. Nur noch 10 Sekunden. Die schafft ihr jetzt locker. Jetzt gebt ihr nicht auf. Nur noch 3, 2, 1. Und Pause. Jetzt kommen die letzten zwei statischen Übungen. Wir beginnen mit unserem Rainbow Plank. Zieht wieder mit eurer Hüfte einen Halbkreis. Atmet durch. Und danach kommt schon die letzte Übung für euch. Nur nochmal statisch. Noch 3, 2, 1 und durchatmen. Macht euch bereit für die letzte Übung, Reverse Plank. Dreht euch schon mal um und drückt euch hoch. Zieht wieder die Fußspitzen an, Füße bleiben aktiv, atmet durch. Nur noch 20 Sekunden, ihr habt es gleich geschafft. Das ist der Endspurt für euch. Jetzt gebt ihr nicht auf. Nur noch 3, 2, 1 und geschafft. Wow, super gut. Du hast gerade 20 Minuten mit mir trainiert und ich bin so stolz auf dich.
So, und das war dein Burn Calories Workout. Ich hoffe, du bist genauso verschwitzt wie ich und hattest Spaß. Ich freue mich riesig, dass du mit mir trainiert hast und wir sehen uns beim nächsten Training.